drüber beschwert über sowas, der würde dann an derselben Krankheit krepieren, das wäre ja fürchterlich. Und ja, ich bezeichne MMOs oder nee, Leute, die ich kann schon wieder kein Deutsch. Und ja, ich bezeichne Leute, die an MMO-Verblödung sterben, ja, das bezeichne ich so ein bisschen als Krankheit. Was jetzt nicht heißen soll, bevor jetzt wieder einer heult, dass generell alle Leute, die MMO spielen, ein bisschen dämlich im Kopf sind. Würde ich eher nicht behaupten. Sagen wir es mal so, einige nehmen die Geschichte ein bisschen sehr ernst. Weil, auch wenn es ein MMO ist, irgendwo ist es ein Spiel. Also wenn ich mich in jedes Spiel so reinsteigern würde, dann würden alle Folgen so aussehen wie die 5. und 6. Folge von dem ominösen Castlevania Let's Play. Nur da musste ich mich auch reinsteigern, weil dieser komische Totenbeschwörer-Affe da mir so auf den Sack ging. Naja, einige, also die meisten, die mir zugucken, die haben es ja eh gesehen, also die wissen, wovon ich rede. Die es nicht wissen, nachsehen. Guckt euch die Folgen an, ihr werdet euch bestimmt schief lachen. So wie, glaube ich, die ganzen anderen Leute auch, die das gesehen haben. Weil das glaube ich auch, ja, das war so ein... Ja, Castlevania war so ein Schrei-LP, auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich jetzt aufhören mit dem Aufnehmen. Dann mache ich weiter. Wenn ich ja jetzt wüsste, aus dem Bonus-Level kommt oder so. Eigentlich müsste mal wieder ein Bonus-Level kommen. Nein, kommt's nicht. Triff alle Schlösser in den Stahlketten, um die Stahlkette zu zerbrechen und abzuholen. That sounds simple enough. Hui. Das war ja einfach. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Aiming Power, sonst wird halt nichts. Verdammt, diese Musik, ohne Scheiß. Also, ich aufgenommen habe ich sie schon. Ich glaube, beim nächsten Update von mir werde ich das echt ohne Scheiß mal als Musik hinterlegen. Schon gesagt, immerhin. Die Mucke ist auf jeden Fall schon mal catchy, das hat was. Das ist meines Erachtens aber auch, glaube ich, der einzigste Pluspunkt, den ich gar so vom Stapel lassen kann. Ansonsten ist es eher so, naja, ne? Ja, Maul halten. Ja. Yeah. Und wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. So, ich beende diese Folge an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Und damit willkommen zurück, liebe Universal bei Diamant Fan 2 mit dem Chaos Joker. Ich habe immer noch keine Lust, aber naja, was nutzt's? Wir müssen ja Progress machen. Weil, deswegen. Und hoho. Es wird tricky, wir haben eine neue Farbe, nämlich gelb. Und das war Bullshit. Weil, deswegen. Und nun? Habe ich ein Problem. Ach, verdammt, ich hasse das. Scheißegal jetzt. Hauptsache weg mit den Dingern hier. Eigentlich wollte ich den Zauber noch nicht aufladen, aber naja, jetzt habe ich es doch gemacht, weil deswegen. Ich will erst mal die Kette hier loswerden. Wow, awesome. Eiszauber. Bullshit. Das war ganz okay. Naja, immerhin. Ach Gott, ach Gott.
Oh, hey, Spiel, das ist ja zu großzügig von dir, dass ich jetzt auch einen grünen habe. Awesome. Und, ja, that's pretty much it. Trickshot FTB, fuck. Ja, nee, Kenneth, die Bombe bringt mir jetzt noch nichts. Fuck. Ja. Puh. Das ist mein Zauberfutsch. Naja, es ist egal. Weil. Deswegen. Jetzt hätte ich mal wieder so eine Zielvorrichtung gebraucht hier. Nice. Das ist mein ganzes Geldfutsch. Aber hey, who cares? Mich interessiert es ja nicht. Ha. Ja. Halt, bis hierhin und nicht weiter. Wer bist du, dass du uns den Weg versagen willst? Ich bin Modrum, der Fungator. Was bescheuerte Namen. Oberster Waldmann. Träger der goldenen Wurzel am Band. Und ihr dringt ungefragt in unser Territorium ein. Na, hör mal, der Wald ist für uns alle da. Heiliger Tannenzapfen, noch so ein Libellenmädchen. Libellenmädchen? Ich zeig dir gleich, was ein Libellenmädchen aus dir machen kann, Pilzragu. Aus dir machen kann, Pilzragu. Uiuiui. Ich kann ja mehr vorlesen, selbst jetzt nicht. Naja. Und genau deshalb kommt hier niemand rein. Es gibt nur Ärger. Das eine Libellenmädchen reicht uns schon. Wir kommen vor lauter Umsorgerei gar nicht mehr dazu, den Wald in Ordnung zu halten. Warte mal, Pilzkopf. Bring mich zu ihr. Schwört ab, bevor ich ungemütlich werde. Modrum, lieber Fungator, wir nehmen dir das Libellenmädchen ab. Was hältst du davon? Der Wald ist keine Herberge für dahergeflogene Dinger. Das muss klar sein. Lange bleiben ist nicht drin. Keine Sorge, wir müssen danach auch schnell weiter. Hohohoho. Huhuhu. Welch Spannung, welch Dramaturgie. Ich werde ja nicht mehr. Und ein Bonuslevel. Yay, aber wie schon gesagt, who cares? Oh Mann. Wie schon gesagt, es muss ja brechend langweilig für euch sein, aber hey. Mein Aiming fuckt gerade irgendwie. Also, genau. Wollte gerade sagen, ich treffe eh wieder einen roten Stern. Weil ich bis jetzt irgendwie jedes Mal eingetroffen habe, außer bei den ersten Bonus-Stages. Oh Mann. Das ist wenigstens mal was anderes, als über nur Feen zu retten oder so. Ich sag ja, Prinzessinnen sind okay, aber keine Feen. Huhuhuhu. Nice. Oder auch nett. Ja, who cares? Das hätte ich nicht aufgebaut, bitte. Oh, this looks like fun. Ja, ganz toll. Was ist der Sinn von diesen Bomben? Außer mir im Weg zu stehen. Nee, dann lieber hier.
nervig mit dieser Umschalterei hier. Aber naja. Besser als nix. Eine Bombe, das ist nice. Wohin damit? Ah, hier, mit, jetzt als drauf ins Gebälk hier. This makes no sense. Ach komm schon. Wenigstens ein paar Münzen. Yo. Genauigkeitssegen. Das ist nice. Mal gucken, was der kann. Farbrakete, die Farbe, das weiß ich doch schon. Wieso erklärt ihr mir das nochmal? Ja gut, könnte ja sein, dass es jemand vergessen hat. Fällt mir sowieso schwer zu glauben, dass es andere intelligente Menschen noch spielen, die ja das Spiel hier so. Wobei, ja, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hui. Sorry, rauchen FTW. Kann ich dazu nur sagen. So. Zielhilfe. Sammle die fallenden Objekte, um eine Zielhilfe für deinen Zauberstab zu bekommen. Das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, der wird mir noch sehr, sehr nützlich sein, dieser Zauber. Was das für einen Sinn macht, aber egal. Ah. So, ich glaube, das ist auch wieder schneller vorbei, als ich glaube. Yep. Da ist es schon fertig. Uah. Ich habe eine Erdkröte im Hals, das ist nicht gut. Lieber mal einen Schluck trinken. Ah, ich wünschte, es wäre Wodka drin, aber gut. Vielleicht wird das Spiel auch dann ertragbar, aber. Und noch ein Bonuslevel. Mann, Spiel, du bist aber auch wieder schwer großzügig heute zu mir. Kann das sein? Neuer Zauber, Bonuslevel. Wow. Vor allen Dingen mal ein paar Rätsel, die man auch auf Anhieb irgendwie blicken kann. So einigermaßen zumindest. This sucks. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist ja jetzt. Ich habe mich ja jetzt eigentlich genug ausgekotzt über das Spiel. Ich schätze, das war eine gute Ausbeute.
Burn dafür. 105. Schaffe ich sowieso nicht. Aber who cares? Ne? Ach ja. Jetzt haben wir wieder sowas hier. Mhm. Ja, einfach wollte ich das eigentlich nicht. Aber gut. Danke dafür, Spiel. Danke für die Zielhilfe, die ich nicht brauche, aber hey. Ich schätze, das muss mir reichen. So? Ja, so irgendwie. Was mache ich hier eigentlich? Jo. Ja, das war schon besser Spiel. Wollte gerade sagen, wo hast du auch noch andere Farben? Das wäre sehr nice. Hier. Warum ist alles in der Welt grün? Spiel. Warum? Ja. Ich sollte echt mal aufhören zu versuchen, Logik in dieses Spiel zu bringen. Das hat keinen Sinn. So, zack, zack. Ich hab Zeitspiel. Ja. Ne? Awesome, awesome, awesome. Das schickt nicht. Doch. Hui. Die Dope-Fabrik oder so. LSD-Fabrik, so sieht's fast aus, habe ich jetzt aufgebaut. Witzig. Ach ja. Wie hübsch, wie hübsch. Oh ja, toll. Ich sehe schon, hier wird mir wieder richtig Spaß machen. Das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Also, nee, nicht das Spielen, sondern das Level jetzt, wie ich hier das Level versuche zu lösen. Ich was ihr wieder denkt. Fuck, egal, einfach drauf, wird schon irgendwie gehen. Hoffe ich zumindest. Hm.
das umständlich jedes Mal. Ja, 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 ich weiß, ich sag schon wieder so wenig, aber ich hab irgendwie gerade wieder nichts zu sagen, weil... ich mein, seht doch selbst. Seht doch selbst. Ah. Bisschen Vorarbeit war nötig, aber ging ja auch so. Und wisst ihr was? Ich werde euch jetzt mal die Musik hier antun. Das ist nämlich genau der Track, der jetzt auf meinem MP3-Player ist, aber das wisst ihr ja schon. Schön beruhigend, nicht wahr? Ja. Awesome, awesome, awesome. Das ist schön. Ja, Maul halten. Mach ich noch einen? Ja, komm. Why not? Können wir jetzt eigentlich auch bis Level 30 noch machen. Dann machen wir eine schöne runde Zahl so zum Abschluss. Wee. Awesome Cinematics. Yo. Bullshit. Eigentlich wollte ich das nicht unbedingt einfärben, aber gut. Ja, so, ja.
Aber irgendwie habe ich hier keine Grünen. Das geht mir doch gerade schon wieder auf den Sack so leicht. Wow, langsam Spiel. Muss jetzt deswegen nicht laggen. Nur weil ich hier Progress mache, huh? Fuck this to hell. Jo, so. Ich hätte gerne einen gelben Spiel. Siehst du, es geht doch. Man muss das Spiel nur zwingen. Dann macht das meistens auch, was man möchte. Ja, nicht. Ach, goddammit. Ach komm, ist jetzt eh fertig hier. Ich will jetzt diese verdammten zwei Puzzle beenden und dann will ich wieder Advance Wars spielen oder von mir aus mal Wonder King. Abchecken, ob ich weiter level oder keine Ahnung. Irgend so ein Blödsinn. Diamantenfeuer. Diamantenfeuer klingt wie ein Frauenschnaps. Ich hab hier eine Flasche Diamantenfeuer. Aber nicht Diamantenfeuer. Ja, Diamantenfeuer. Saufen. Ach, komm schon. Okay, jedes Bonuslevel ist leicht stressig. Da ist mir einer durch die Lappen gegangen. Ich habe es gesehen, aber mich interessiert es nicht. Immer noch nicht. Ja, ne? Ja, 175 kriege ich eh nicht mehr zusammen bis dahin. Glaube ich nicht. Stahlbombe. Zwischen manchen Stahlblöcken sind Bomben, die ausgelöst werden, wenn du das Stahlschloss vor ihnen entfernt wird. Die Bomben wandeln den in umliegenden. Nee, was? Den umliegenden Stahl in Diamanten um. God damn it. Lern lesen, Junge. Mann. Das sieht dann so aus. Wow. Was für Effekte. Ich schätze, dann werden wir erstmal alles explodieren lassen hier, ne? Ui, das sieht hübsch aus. Warum habe ich jetzt schon wieder eine grüne? Verdammt. Kannst du mir nicht. Ach. Jetzt fängt das Spiel schon an, um zu zicken. Das nervt wieder hier. Das ist ja fürchterlich. Brenner. Triff mit dem Brenner Diamanten und Steine. So kannst du Diamanten und Steine auf einmal abbrennen. Hohoho. Wie sieht das aus? So. Awesome. Zauber FTW. Fuck. Ich hatte vergessen, ich hatte keinen mehr. Scheiße. And that's pretty much it. Ach Gott, ist das nicht schön. War das jetzt eigentlich schon Level 30? Kalina und Lissiri werden von
Modrum, dem Fungator, in die Lichtung geführt, in der die Waldmänner das andere Libellenmädchen aufpäppeln. Lissri freut sich sehr, denn es ist eine besondere Fee. Jira, ach du Scheiße, was für ein Name. Eine der vier Meisterinnen. Jira, wie geht es dir? Lissri, schön zu sehen, dass du noch lebst. Ich bin sehr schwach, der Überfall hat mich fast dahin gerafft. Aber diese netten Waldmänner haben mich gerettet. Weißt du, was passiert ist? Wer unsere Stadt zerstört hat? Das weiß ich nicht, das ging alles so schnell. Wir vier Meisterinnen waren gerade dabei, eine wichtige magische Formel zu entwickeln, als die Stadt zerstört wurde. Du bist eine von den vier Meisterinnen der Elemente? Ja, ich bin Jira, die Fee der Waldgräser. Wer bist du? Ich bin Kalina, eine junge Zauberin. Ich helfe Lissri, die Feen zu befreien und herauszufinden, was passiert ist. Das wüsste ich auch gerne. Ich fand mich plötzlich in einem dunklen Beutel und... Was? Ich fand mich plötzlich in einem dunklen Beutel und wieder wurde... Was? Das ist ein Rechtschreibfehler. Ich fand mich plötzlich in einem dunklen Beutel wieder und wurde hin und her geschleudert, so müsste es heißen. Dabei verletzte ich mich schwer und hörte noch, wie meine Freunde versuchten, mich zu befreien. Dann fiel ich und das Letzte, was ich hörte, war der Ruf, sie läuft in Richtung der Sümpfe. Kalina, wir müssen zu den Sümpfen. Wir möchten dich mitnehmen, am besten wäre ich trage dich, aber wie? Hier, junge Dame, ist ein Tragegürtel, auf den sich das kranke Libellenmädchen betten kann. Du kannst ihn dir umhängen. So, und nun könnt ihr hier endlich verschwinden. Wir Waldmänner müssen uns langsam mal wieder um unsere eigentlichen Aufgaben kümmern. Gute Besserung, kleines Libellenmädchen. Danke für alles, Modrum. Schaut in Richtung Sümpfe, glitzert es. Großartig, richtig viele Diamantenstaubspuren. Dann lasst uns nicht länger zögern. Abschnitt 2. How awesome ist das, aber wir sind immer noch auf derselben Overworld. Who cares? Egal, auf jeden Fall, ich habe jetzt keine Lust mehr. Abschnitt 2 starten wir im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.